Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Video von mir und herzlich willkommen zu diesem Türchen. Wie ihr im Titel lesen könnt, gibt es heute meine 12 für 2022 Liste. Und ich habe mir dann ein kleines bisschen was anderes überlegt, denn ich habe mir schon, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ein Subclass gemacht und benutze das super, super selten. Und ich dachte mir, ich habe nämlich vor ein paar Tagen das Ganze mal aktualisiert auf den aktuellen Stand. Und ziehe da jetzt einfach 12 Bücher draus, die ich dann 2022 lesen werde. Genau, die Reihen habe ich immer zusammen auf einen Zettel geschrieben. Meistens, glaube ich, oder immer. Ich weiß es nicht ganz genau. Wenn ich dann nur durch eine Reihe lese, werde ich den ersten Band lesen. Falls ich die Reihen getrennt übereinander geschrieben habe, werde ich natürlich den Band lesen, den ich als nächstes lesen müsste. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ich möchte nämlich das Subclass jetzt ein kleines bisschen öfter benutzen. Das Klasse ist ein bisschen groß für die paar wenigen Zettel, die da drin sind, aber es ist egal. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht lang drum herum, sondern fange direkt an. Ich schüttle es nochmal gut durch und dann fangen wir an zu ziehen. Es ist gut durchgeschüttelt und gerührt und ich würde sagen, ich ziehe dann mal den ersten Zettel draus. Ich bin sehr gespannt, welche Bücher dabei rumkommen werden, weil ich sehr viele unterschiedliche Bücher hier auf dem Sub habe. Das erste Buch ist The Opposite of You von Rachel Higginson. Ich werde euch die Bücher übrigens immer hier verlinken, weil ich hier Print und E-Books gemischt drin habe. Und ich werde sie euch nicht verlinken, sondern ich werde sie euch hier einblenden und in der Infobox verlinken. Ja, das ist zumindest das erste Buch. Das zweite Buch ist dieser Zettel. Das sind zwei. Die Farben haben übrigens auch überhaupt nichts zu bedeuten. Ich habe nur einfach buntes Papier verwendet, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Ist Storm Dancer von Jay Kristoff. Ich bin sehr gespannt. Ich werde übrigens so den Klappentext nicht sagen, weil ich meistens gar nicht so viel weiß. Außerdem, wenn ich sie euch unten verlinke in der Infobox, dann könnt ihr euch dort ja die Klappentexte durchlesen, falls euch ein Buch interessiert. Und vorab könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Challenge auch macht oder macht ihr die 22 für 2022 Challenge. Ist mir persönlich ein bisschen zu viel, deswegen habe ich mich für 12 Bücher entschieden. Und wenn ihr einzelne Bücher kennt, die ich jetzt hier ziehen werde und für nächstes Jahr, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ja, dann machen wir weiter mit Buch Nummer 3. Ist dieser Zettel hier. Einmal, oh, ein orangefarbener. Das ist My First Love von Tanja Wosen. Ich glaube, das wird eine ganz gute Mischung zwischen Fantasy und Liebesroman. Buch Nummer 4, wieder ein orangener Zettel, ist Der Duft des Mondes von Amélie Duval oder Duval. Ich weiß es nicht ganz genau. Ist Buch Nummer 4. Buch Nummer 5. Ist wieder ein orangener Zettel. Das sind, glaube ich, die Bücher, die ich erst letztens hinzugefügt habe. Aber es ist wirklich gut durchgemischt. Buch Nummer 5 ist Floral of Ludwig Island College. Ich weiß nicht genau, wie der Titel heißt, von Andreas Dutter, aber ihr seht es ja hier eingeblendet. Dann seht ihr auch den Titel. Ich weiß wirklich nicht, wie er heißt. Ich finde den sehr lang und auch kompliziert. Buch Nummer 5. Jetzt kommt Buch Nummer 6. Buch Nummer 6 wird dieses hier sein. Wieder ein orangefarbener Zettel. Und hierbei handelt es sich um Bedrohliche Gefühle von Linda Howard und Linda Jones. Das ist wieder ein Liebesroman. Genau, jetzt haben wir drei Liebesromane, drei Fantasy. Dann kommen wir zu Buch Nummer 7. Nehmen wir den hier. Ja, diesmal ein Rosenblatt, also mit Blumen drauf, meine ich jetzt, Zettel. Skyward von Brandon Sanderson. Science Fiction ist auch immer ganz gut. Ich habe von Brandon Sanderson ja noch nichts gelesen und da erscheint ja auch nächstes Jahr dann der zweite Teil, soweit ich weiß, falls ich jetzt nicht komplett falsch liege. Buch Nummer 8 ist jetzt vielleicht das nächste Buch. Ich habe nämlich manchmal noch gelesene Bücher hier drin, die habe ich noch nicht aussortiert. Ein blaues Zettelchen und da steht drauf den nächsten Teil der Seabreeze-Reihe von Abby Kleins. Da habe ich aktuell gar keine Ahnung, welcher das ist. Dann Buch Nummer 9 ist jetzt das nächste. Und da nehmen wir
Na, fällt mir alles runter. Dieses Zettelchen hier ist wieder ein grünes. Und da steht drauf, die Spiegelreisende von Christelle Dabot. Das hatte ich mir sowieso für nächstes Jahr vorgenommen, beziehungsweise die komplette Reihe dann. Buch Nummer 10 ist wieder ein orangenes Zettelchen. Mit Der dunkelste Flug von Stefanie Hasse. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich habe bisher nur eine Dilogie von ihr gelesen, die mir okay gefallen hat, aber ich glaube einfach ein bisschen mehr für jüngere Leser gedacht war oder ist. Das vorletzte Buch, Buch Nummer 11, ist dieses Zettelchen, wieder ein orangenes Zettelchen. Wenn du mich sehen könntest von Jessica Winter, bin ich auch schon sehr gespannt. Habe ich ja aus einem Wanderpaket. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch, falls ich mich nicht verzählt habe. Und das wird, ich möchte mein gelbes Zettelchen. Ach nee, ich ziehe einfach wieder blöd. Wieder ein orangenes Zettelchen. Und da steht drauf April Storm von Karen Ashley, durch die Nacht oder sowas heißt das Buch. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Und ich finde das eine sehr gute Mischung zwischen Liebesroman und Fantasy. Und jetzt gucke ich doch mal nach, ob ich wirklich 12 Bücher habe. Es sind wirklich 12 Bücher. Ich bin sehr gespannt darauf, wie mir die Bücher gefallen werden. Ich werde vielleicht dann der Hälfte des Jahres, also so im Juni, Juli, nochmal ein Update drehen, damit wir so ein Halbjahresfazit haben, wie es gelaufen ist. Die Challenge dieses Jahr ist ja okay gelaufen, aber dazu gibt es ja auch ein Extra-Video. Und ich würde sagen, schreibt mir alles zu den Büchern, die ich jetzt gezogen habe, in die Kommentare, wie sie euch gefallen haben, ob sie euch gefallen haben oder vielleicht auch nicht. Und welches Buch ich vielleicht als erstes ich davon lesen möchte, welches interessiert euch am meisten oder interessiert euch, wozu interessiert euch meine Meinung am meisten? Und dann würde ich sagen, war es das auch schon mit dem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann auch schon beim nächsten Video wieder. Tschüss!